Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice. Ich spiele hier mal wieder eine Runde Metro und auch wieder mit der AIK. Ich weiß, das gab es vor kurzem erst auf meinem Channel, aber da ich es jetzt wieder gemacht habe, um ein bisschen bei Battlefield 4 wieder reinzukommen, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, gerade bei meinen Mitspielern, die ich gerne nochmal in einem Video ansprechen wollte, was mich zum Teil echt genervt hat. Und ja, ich gerne anderen das auf den Weg geben wollte, es besser zu machen. Hier ist gleich mein erster Punkt. Macht doch bitte keine 20er Revives. Es ist nicht so schwer, den Defi aufzuladen und hier, ich werde wiederbelebt, 20 HP. Ich meine, klar, in den meisten Ecken liegen gleich 5 Medikits und dementsprechend ist es nicht so die Sache, da wieder zu 100 HP zu kommen. Aber gleichzeitig in der Situation eben, der Raum war erstmal gesichert. Da kann man sich auch die 2-3 Sekunden Zeit nehmen, den Defi kurz mal aufzuladen, um dann, falls doch Schüsse irgendwie durch die Tür kommen, dafür zu sorgen, dass man eben danach nicht gleich wieder umfällt. Das hatte ich jetzt während meiner ein, zwei Runden auf Metro und Locker einfach zu häufig, dass man da vor einer Tür lag und so eine Clusterfuck-Situation hatte und dann einfach, ups, hier habe ich mich ein bisschen übernommen. Nein, aber wo man dann eben an so einer offenen Tür liegt, hinten ganz viele Teammates und weil dann aber einer vor dem anderen reviven möchte, macht er dann nur ein 20er Revive, um zumindest die 20 Punkte zu bekommen, damit bloß kein anderer den Revive bekommt. Macht einfach keinen Sinn. Also die 20 Punkte kann man sich wirklich schenken, wenn man überlegt, dass das einfach scheiße ist, wenn man da revived wird und am Boden liegt, diese Death Animation schon mal hatte und da ein bisschen rumlag, untätig. Dann wird man revived und stirbt sofort wieder und liegt dann wieder nur untätig rum und muss darauf warten, dann respawnen zu können. Das ist einfach unnötig. Also da kann man sich wirklich, ich sag's nochmal, diese 2-3 Sekunden nehmen und den Defi ein bisschen aufladen und gut ist. Und hier gerade habt ihr was gesehen, was ich auch noch anmerken wollte. Ich habe es jetzt selber gemacht, weil es so eine Panik-Nade war und ich dann eben die Flares ausgewählt hatte. Ich weiß nicht, warum die Leute das auf Metro und Locker auf diesem No Explosive Server, die anderen, die spiele ich gar nicht, also erst recht nicht bei 64 Spielern, aber warum die das denn immer machen, da sind überall Smoke Grenades und Flares und man sieht zum Teil nichts mehr. Ich stand zwischendurch in einer Sequenz mal in einem Raum, der komplett gesmoked war und habe mich da einfach still hingestellt und dachte, na, mal sehen, ob es klappt, mal sehen, ob gleich einer reinkommt. Und es kam natürlich einer rein, hat sich direkt neben mich gestellt und ich konnte ihn messern, ohne dass er wusste, dass da jemand war. Naja, hier gleich Punkt Nummer 3 für das Video. Wenn ihr so einen Vorstoß schafft, dann lauft nicht gleich weiter und versucht der Rambo zu sein, der in irgendeinem Treppenhaus dann 10 Leuten in den Rücken fallen kann und da dann gleich 10 Kills klaut, sondern versucht doch erstmal nur bis zum nächsten Raum zu kommen. Es ist immer schlau, erstmal wirklich so die nächste Deckung zu erreichen, sich da erstmal ein Medikit hinzuwerfen und dann zu gucken, wer ist denn hier eigentlich? Schießt hier jemand in meiner Umgebung? Brüllt hier jemand, weil in seiner Nähe ein Sunny ist und er ein Medpack will, oder brüllt hier jemand, weil er keine Muni mehr hat? Es gibt ja viele akustische Signale bei Battlefield, auf die man sich verlassen kann. Und ja, da sollte man dann wirklich erstmal innehalten und so wie ich hier am Ende dann einfach mal so einen Raum nur verteidigen und gucken, wie lange muss man da die Leute vom Eingang abhalten, bis man überhaupt mal aus dem Eingang rauskommt. Ich hoffe, diese Tipps würden euch in Zukunft helfen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Like, Kommentar oder was ihr mögt da. Und vielleicht habt ihr noch Lust auf ein paar andere Videos von mir. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.